Eine Schneeballschlacht mit Florian Silbereisen erlebt man auch nicht alle Tage. Lena und Miguel von den Schlagerkids haben sich gut geschlagen in der ARD-Show. Jetzt ist Miguel wieder zu Hause bei seiner Mutter und da geht es nochmal in die Schneeballschlacht-Analyse. Ja, der Florian hat mir aus Versehen einen Ball mitten auf die Nase. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nee. Das aktuelle Weihnachtsalbum mit den Schlagerkids, für Miguel Gaspar eine ganz spezielle Herausforderung. Denn der 13-Jährige konnte sich nicht mehr auf seine liebliche Kinderstimme verlassen. Der Stimmbruch hat bei ihm zugeschlagen, das musste ja auch mal so kommen. Das Ganze mit dem Stimmbruch, das kam innerhalb von einer Woche wirklich und danach war auch wieder Schluss, wo ich wirklich gemerkt habe, meine Stimme ist durchgedreht. Also ich hatte solche Höhen und Tiefen in der Stimme, es kam kein ganzer Satz mehr raus, es war immer irgendwann vorbei, mittendrin im Satz. Doch zum Glück war das nur eine ganz kurze Phase. Jetzt singt der 13-Jährige eben mit der neuen, tieferen Stimme und kommt damit ziemlich gut zurecht. Du musst einfach wirklich an dich glauben. Nicht nur er übrigens. Ich find's ganz arg toll, diese neue Stimme. Wir haben auch schon aufgenommen und es ist richtig schön geworden. Also hört sich halt männlich an, ne? Und nicht nur die Stimme hat sich verändert. Miguel ist größer, schlanker und fitter geworden. So sah er mit 10 aus, als er Vanessa Mai mit seiner Stimme geflasht hat. Mittlerweile ist der 13-Jährige schon Stammgast bei Florian Silbereisen. Und beim Studium dieser Fernsehaufnahmen hat es bei ihm Klick gemacht. Es musste was passieren. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich deutlich zugelegt habe. Und da war für mich sofort klar, das muss wieder runter. Und jetzt sind es fast 10 Kilo, die wieder runter sind. Ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt und habe jetzt auch angefangen, Sport zu machen. Und noch was hat sich getan im Leben von Miguel Gaspar. Er hat ein neues Reich für sich mit viel mehr Platz als in seinem alten Kinderzimmer. Wir sind jetzt umgezogen, ganz frisch. Jetzt lebe ich hier schön im Keller, wo ich so laut singen kann, wie ich möchte, weil mich hört hier unten niemand. Und das ist natürlich sehr schön, weil man da viel besser üben kann und man kriegt keinen Ärger von den Nachbarn oder sonst irgendwas. Il desiderio è più forte. Neues Zuhause, neue Stimme und neue Karriere. Im kommenden Jahr will Miguel als Solokünstler durchstarten. Man wird wohl noch einiges hören von dem jungen Mann aus Bad Liebenzell.